So, hallo, hier ist euer Fireflash Gamer und jetzt mal eine Runde Battlefield Heroes mit meinem Sniper. Auf Mitternachtsmassaker und jetzt Level 17, gerade erst gewonnen. Und ich stelle mich einfach mal so unfair, wie ich bin, jetzt unsichtbar hier hinten hin, wo keiner so hinkommt. Das finde ich, wow, das finde ich auch wirklich immer unfair. Das ist mal wieder ein Live-Commentary. Wow. Okay, jetzt habe ich schon mal einen Kill. Aber da kommen auch schon wieder die anderen Sniper-Schüsse angeflogen. Das ist die beste Map und die feigeste Map, wenn du Sniper werden möchtest, weil du kämpfst wirklich nur hinter dieser hässlichen schwulen Kante. Oder außer du bist Messerer, Mann, Knife Runner, das kann ich überhaupt nicht haben. Und ich finde es total komisch, hier sind so viele Grafik-Bugs, könnte im Hintergrund bei dem einen Typen, habe ich es gerade eben wieder gesehen. Die sehen so komisch verbuggt aus. Ich glaube, das kam seit dem letzten Update dazu. Also das müssen sie mal wieder irgendwie rauspatchen oder so. Das geht ja gar nicht. Yeah. So, jetzt bin ich unsichtbar. Kämpfe wieder hier hinten an der Ecke. Mist, jetzt wollte ich auch schon wieder weggehen. M21. Die Waffe finde ich... Naja, ich weiß nicht, wer damit gut spielen kann. Man müsste damit schon schnell auf die Maustaste drücken, denn sie zieht nicht so viel ab wie die M95, wie ich sie jetzt habe. Aber sie hat dafür... Also sie verzieht gar nicht. Meine macht... Und das ist ganz woanders. Und da fällt sich auch mehr ab. Ist er weggelaufen. Okay, jetzt geht's los hier. Hoffentlich gewinnt mal unser Team. Es ist, glaube ich, statistisch sogar bewiesen, dass das Team verliert mit den meisten Snipern im Team. So. Wow. Yeah. Den Emo finde ich auch geil, habe ich mir auch nochmal zugelegt zu meinem Sniper. Den will ich auch unsichtbar machen, Lehm. So. Jetzt stirb doch mal. Okay, gut. Assist wird ja auch gezählt wie ein Kill, das finde ich richtig geil. So, jetzt werde ich mal was machen, was sowieso nicht klappt, was geil aussieht. Ich packe hier eine Dingsbums dahin und in der Luft mache ich das Elixier, dann leuchte ich blau und in der Luft schieße ich dann den ab. Iron Man! Okay, das heißt jetzt draufgegangen, jeder weiß jetzt, wo ich bin. Ey, damit habe ich jetzt einmal mein ganzes Leben eingekillt. Das sah so cool aus, das war richtig episch, aber ich habe nicht gefilmt. So. Jetzt sind wir wieder hier hinten angekommen. Ah! Mann. Ist die Rakete wieder im Weg? So, jetzt ist mein Durchschuss wieder bereit. Hä? Die Waffe hat aber schnell geschossen. Komm, mach mich wiederbeleben. Mich wundert es auch immer, warum man hier so lange warten muss, wenn man stirbt, ehe man wiederbelebt wird. Also, das ist wirklich ein bisschen lange. Eigentlich ist unser Team bald am Gewinnen und meine unendliche Siegesserie hört nicht auf. Denn ich glaube, das ist jetzt das 10. Yay, 10. Gameplay über Battlefield Heroes und ich habe noch kein einziges Spiel bei meinen ganzen Live-Commentaries in irgendeiner Art und Weise verloren. Ich habe jetzt immer gewonnen. Alter. Also das geht jetzt ja gar nicht hier. Nein, nein, nein. Die ganze Gegner campen da hinten hinter der Wand, so wie ich. Ah, da ist jetzt wieder einer. So. Also ich habe jetzt mal Fähigkeiten, muss ich auch nochmal sagen. Ich habe jetzt Durchschuss auf 5. Weil ich brauche wirklich... Ich ziele... Immer wenn ich unsichtbar bin, warte ich bis auf Kopf ziele und dann schieße ich daneben. Toll. Nein, eigentlich wollte ich treffen und... Ja! Und dann, mit Durchschuss bringt's das voll, das bringt's voll. Wenn der mit Durchschuss einen Kopf schießt. Och man, jetzt stirbt er mir vor der Nase auch mal weg. Klasse. So. Mensch. So, der ist jetzt auch tot. Eigentlich habe ich ein gutes Team. Nein.
Okay, gut. Jetzt haben wir mal wieder gewonnen. Und tschüss und bis zu meinem nächsten Gameplay.